siebtes Pokémon gefunden. Pokémon wird auf die Box transferiert. Oh, sieh an. Es scheint, als würde hier zumindest das Boxensystem funktionieren. Und ich bin wieder ein Mädchen. Hurra! Dann könnte ich also tatsächlich zurück in Feuergrün sein. Hier ist nicht das geheime Hauptquartier von Team Chocolate. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, mal eben gucken. Okay, alle sind so wieder voll. Alles klar. Hey, du Rocket-Rüpel. Du hast hier nichts zu suchen. Geh zurück zu deinem Hauptquartier. Aber wir haben doch keines mehr. Die Ormel haben eine Revolution gestartet. Das ist nicht unser Problem. Und jetzt hau ab. Ach, kommt schon, Leute. Wir sind doch Freunde. Wir haben sogar fast dieselben Uniformen. Ja, weil ihr sie geklaut habt, ihr verdammten Modediebe. Sorry, war die ganze Zeit hier, aber nebenbei läuft Netflix. Aha. Kein Problem. Hast du das mitgekriegt mit Tetris und Zelda? Ah. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Ich habe extra die Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kamen diese Schocke-Typen. Ihre nächtlichen Techno-Partys hört man bis hierher. So viel zum Thema Ruhe. Ich habe nun diese Gegend verlassen, um ein neues, ruhigeres Fleckchen zu finden. Sucht mich nicht, gezeichnet der Einsiedler. Verscheucht von den Techno-Schocke. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Oh. Ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Uns, Techno-Shockets, uns. Pete Michael, bam! Hallo. Oh, hallo. Ich bin ein Einsiedler. Sag mal, was hältst du von Team Chocolate? Naja, sie haben einige Dinge gestohlen, die ich jetzt zurückholen muss. Du nimmst es also mit ihnen auf? Hey, das gefällt mir. Denn ich mag sie auch nicht. Hier, ich helfe dir. Ruh dich ein wenig aus. Kennst du eigentlich den Weg zum Hauptquartier? Nö. Gleich südlich von hier ist der Eingang zu den Höhlen dieser Insel. Versuche in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und suche den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in den Höhlen gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst. Okay, das war ein Tipp. Hallo. Okay, also da soll ich nicht hoch. Schneepika, Eissturm. Ein Sonderbonbon. Davon habe ich auch schon einige. Wie viele Sonderbonbon? Sonderbonbon. Von 6 Stück. Das wären 6 Level. Oh, da ist auch noch was. So, noch ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Du bist jetzt mein. Musstest du heute arbeiten? Nein, musste ich nicht. Gott sei Dank musste ich bei 33 Grad nicht arbeiten. Was haben wir hier dann? Das Hauptquartier? Nicht das Hauptquartier von Team Chocolate. Das Hauptquartier ist in Federal City. Hallo. Telefon. Aber morgen muss ich wieder arbeiten. Morgen muss ich arbeiten. Also heute. Heute Montag. Wir dulden hier keine Schneepika-Trainer. Was? Die dulden dich hier nicht. Die dulden dich nicht. Du musst jetzt gehen. Und morgen. Ja, ich sag ja, Montag muss ich arbeiten.
Ich kann hier erst weitermachen, wenn du gehst. Die dulden hier keine Schneepika-Trainer. Es tut mir leid. So, ich gehe einfach mal davon aus, dass du weg bist. Hey! Der ist blödi. Ja. Deswegen müssen wir ihn ganz schnell zeigen, wer hier das Kommando hat. Oh, oh, oh. Du darfst nicht gegen Regeln verstoßen. Jetzt müsstest du timeoutet sein für 10 Minuten. So, mal eben gucken, ob ich das wieder rückgängig machen kann. Kann man das wieder rückgängig machen? Ich mach mal Timeout auf einer Sekunde. So. Schreib mal was. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das auf eine Sekunde drauf mache, ob die eine Sekunde jetzt dazu kommt oder ob du jetzt für 10 Minuten gesperrt bist. Selber schuld. Was schreibst du denn auch in Caps? Noch ein Radfatz. Nein, Pokémon tauschen wollen wir nicht. Uff. Was war das denn? Ja, du hast in Caps geschrieben, ne? Du darfst in keinem Stream darfst du groß schreiben. Das mögen doch die Streamer gar nicht. Aber alles für Schneepika geschrieben. Da musst du das klein schreiben. Es gibt keinen Stream, wo du in Cap schreiben darfst. Aua. Nein, Schneepika ist tot. Nein, wie kann es sein, dass du meine Ratzfratz-Armee besiegt hast? Vielleicht hätte ich doch mehr als das eine Pokémon entwickeln sollen. Radikal. Wusste ich nicht, haha. Ja, dann weißt du es jetzt. Ham. Ham. Los, Deckel! Hätte ja klappen können. Los, Ruckzuck. Ruckzuck. Ey, meine ganzen Pokémon sterben hier gerade. Los, Taubsi. Sandwirbel. Tschüss, Taubsi. Zum Glück ist Shellock ein bisschen stärker. Komm ja nicht auf die Idee, hier rumzuschnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen. Aha! Und guck mal, hier blinkt das so schön. Mal sehen, was haben die hier denn so für Spiele? Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke. Von den Spielen habe ich erstmal genug. Oha, hier ist noch eine Datei offen. Jetzt wird mir einiges klar. Team Chocket hat die Pokéball-Fabrik unter Kontrolle. Kein Wunder, dass man keine Pokébälle kaufen kann. Aber ich müsste meine ja eigentlich noch haben, ne? Ja, 99 Stück habe ich noch. Oh, Pokébälle. Top-Genesung. Hyperdrang. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hier ist auch noch ein PC. Mal sehen, was die hier für Spieler haben. Nein, danke. Okay, das kennt man schon.
Ganz bedrohliche Musik. Ich hätte so gerne ein Kirlia. Das ist viel besser als so ein blödes Mauzi. Toboga. Okay, jetzt wird Donnerschock gut. Goldbot. Hier, auf die Nase. Okay, ich glaube, wir sollten einen Trank nehmen, sonst sind wir gleich tot. Wäre ja nicht wieder von vorne anfangen, ne? Oh nein, wir waren verwirrt. Muss 7.30 Uhr wieder aufstehen. Wann muss ich aufstehen? Ich muss um 15 Uhr muss ich aufstehen. Chocolate. Check Kirlia oder Mauzi in den Kampf. Weiß das selbst noch nicht so genau. Er weiß das selbst noch nicht so genau. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nö. Das ist ein Mauzi in einem Kirlia-Kostüm. Aha. Oh nein, wir sind... Oh Mann, ich will nicht sterben. Oh, nicht mehr verwirrt. Sind an vier Leben noch. Okay, noch einen Trank nehmen. Hui. Ein Mauzi auf Droge, lul. Ja, aber ein starkes Mauzi. Und noch einen Trank. So, jetzt aber hier. Attacke und weg damit. Ein Level. So ein Kirlia sieht auch viel besser aus als ein Mauzi. Was ist das? Das ist nix. Hab ich eigentlich auch Beleber? Hab ich. Leben wir mal Schneepika wieder. Hey, du hast gewonnen. Yippie! Yippie! So, und wie geht's jetzt hier weiter? Hier geht's irgendwie nicht weiter. Wo muss man dann? Dim. Guck mal, diese Wand sieht verdächtig aus mit dem Strich da oben. Kann man hier einfach so hochspringen? Aus irgendeinem Grund bin ich gerade in einer Sackgasse. Ah! Durch diese Tür komme ich so schnell nicht durch. Achso, okay. Hat mich also nichts gebracht. Wie kriegt man denn diese Tür auf? In diesem Mülleimer ist ein Schalter. Nö. Hier ist ein Schalter.
Ja, den anderen Dude habe ich gerade gefragt. Die erzählen alles das Gleiche aus irgendeinem Grund. Hier muss ja irgendwo ein Schalter sein oder so. Hier im Mülleimer. Oder den roten Teppich da unten. Roten Teppich. Roten Teppich, roten Teppich, roten Teppich. Nee, da geht's. Da geht man raus. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wo es jetzt irgendwie weitergeht. Mit Anlauf. Puff. 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 Guck mal, dieser Kran sieht doch äußerst verdächtig aus. Funmake. Hi. Uff, das würde mich immer so abfacken, wenn ich nicht weiterkomme. Ja, irgendwie ist man gerade echt in einer Sackgasse. Gibt es ja auch nicht viele Möglichkeiten. Hilfe, ich weiß nicht wohin. Hä? Kann doch nicht so schwer sein. Mach die Tür auf. Was? Dieser Haken hier sieht so verdächtig aus. Und die PCs sagen auch immer alle das gleiche nur. Und auf dem Tisch liegt auch nichts, im Mülleimer ist auch nichts. Hier an den Wänden ist auch nichts. Hier kann man auch nirgendwo durchlaufen. Irgendwas ist eh mit den Regalen. Wette ich mit dir. Welche Regale meinst du? Regale? Was für Regale? 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 Meinst du die? Meinst du die? Also ich habe hier alles schon angeklickt, was man anklicken könnte. Die roten Dinger da. Meinst du diese Stützbalken? Diese Stallträger? Also, ich kann mir vorstellen, dass es eventuell einen anderen Eingang gibt. Die sehen aus wie Regale. Das sind Stützbalken, das sieht man doch. Regale. Das sind auch keine Regale. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwie einen anderen Eingang gibt. Weil ich habe hier alles angeklickt, was man anklicken kann. So, ich muss so mit den Haken auf die Dinger und dann springst du rüber. Ja, aber ich klicke den Haken an, da passiert nichts. Hörst du das? Da passiert nichts. Okay, wir gehen mal raus. Gucken mal, ob es irgendwie einen anderen Eingang gibt. Und Smetbu! Weg damit!